Die Berufswahl fällt vielen jungen Menschen schwer. اختيار المهنة أمر صعب بالنسبة للكثير من الشباب. Die Auswahl ist riesengroß. الاختيار ضخم جدا. Und oft entscheidet die Berufswahl über die spätere Lebensqualität. وغالبا اختيار المهنة يحدد نوعية الحياة بالمستقبل. Glücklich schätzen kann sich bei seinen Hobby zum Beruf macht. يمكنك اعتبار نفسك محظوظا عندما تحول هوايتك إلى مهنة. كان den ganzen Tag tun, was den Spaß macht und bekommt auch noch Geld dafür. يمكنه أن يفعل كل ما يستمتع به طوال اليوم ويحصل على المال مقابل ذلك. Das motiviert und bringt auch meistens Erfolg. هذا الأمر يحفز وعادة ما يحقق النجاح. Solche Menschen leben vor ihrer Arbeit. هؤلاء الناس يعيشون من أجل عملهم. Andere dagegen wählen einen Beruf, weil sie ihn gut kann. ومن ناحية أخرى يختار آخرون مهنة لأنهم يجدونها. Zwar erfüllt er nicht und macht sie nicht glücklich. رغم أن ذلك لا يفي بأمره ولا يجعلك سعيدا. Aber er bietet ein sicheres Einkommen. لكنه يوفر دخلا آمنا. Die Erfüllung finden solche Menschen eher privat und familia oder hobby. يميل هؤلاء الأشخاص إلى العثور على الرضا في حياتهم الخاصة وعائلاتهم وهواياتهم. Solche Menschen arbeiten um zu leben. مثل هؤلاء الأشخاص يعملون لكي يعيشوا. Oft arbeiten sie so viel. غالبا ما يعملون كثيرا. Die Berufswahl fällt vielen jungen Menschen schwer. Die Auswahl ist riesengroß. Und oft entscheidet die Berufswahl über die spätere Lebensqualität. Glücklich schätzen kann sich bei seinen Hobby zum Beruf macht. Kann den ganzen Tag tun, was den Spaß macht und bekommt auch noch Geld dafür. Das motiviert und bringt auch meistens Erfolg. Solche Menschen leben vor ihrer Arbeit. Andere dagegen wählen einen Beruf, weil sie ihn gut kann. Zwar erfüllt er nicht und macht sie nicht glücklich. Aber er bietet ein sicheres Einkommen. Die Erfüllung finden solche Menschen eher privat und familia oder hobby. Solche Menschen arbeiten, um zu leben. Oft arbeiten sie so viel. الآن دعونا نقسم النص ونستمع للترجمة باللغة العربية. Die Berufswahl fällt vielen jungen Menschen schwer. اختيار المهنة أمر صعب بالنسبة للكثير من الشباب. Die Auswahl ist riesengroß. الاختيار ضخم جدا. Und oft entscheidet die Berufswahl über die spätere Lebensqualität. وغالبا اختيار المهنة يحدد نوعية الحياة بالمستقبل. Glücklich schätzen kann sich bei seinen Hobby zum Beruf macht. يمكنك اعتبار نفسك محظوظا عندما تحول هوايتك إلى مهنة. كان den ganzen Tag tun, was den Spaß macht und bekommt auch noch Geld dafür. يمكنه أن يفعل كل ما يستمتع به طوال اليوم ويحصل على المال مقابل ذلك. Das motiviert und bringt auch meistens Erfolg. هذا الأمر يحفز وعادة ما يحقق النجاح. Solche Menschen leben vor ihrer Arbeit. هؤلاء الناس يعيشون من أجل عملهم. Andere dagegen wählen einen Beruf, weil sie ihn gut kann. ومن ناحية أخرى يختار آخرون مهنة لأنهم يجدونها. Zwar erfüllt er nicht und macht sie nicht glücklich. رغم أن ذلك لا يفي بأمره ولا يجعلك سعيدا. Aber er bietet ein sicheres Einkommen. لكنه يوفر دخلا آمنا. Die Erfüllung finden solche Menschen eher privat und familia oder hobby. يميل هؤلاء الأشخاص إلى العثور على الرضا في حياتهم الخاصة وعائلاتهم وهواياتهم. Solche Menschen arbeiten, um zu leben. مثل هؤلاء الأشخاص يعملون لكي يعيشوا. Oft arbeiten sie so viel.
غالبا ما يعملون كثيرا. Die Berufswahl fällt vielen jungen Menschen schwer. Die Auswahl ist riesengroß und oft entscheidet die Berufswahl über die spätere Lebensqualität. Glücklicher Zinkern sich bei seinem Hobby zum Beruf macht. Er kann den ganzen Tag tun, was den Spaß macht und bekommt auch noch Geld davor. Das motiviert und bringt auch meistens Erfolg. Solche Menschen leben vor ihrer Arbeit. Andere dagegen wählen einen Beruf, weil sie ihn gut kann. Zwar erfüllt er nicht und macht sie nicht glücklich, aber er bietet ein sicheres Einkommen. Die Erfüllung finden solche Menschen in ihrer Privat- und Familie oder Hobby. Solche Menschen arbeiten, um zu leben. Oft arbeiten sie so viel. Wir leben in einer sehr schnellen Zeit. نحن نعيش في زمن سريع جدا. Wir müssen nicht nur jeden Tag viele Dinge erledigen. ليس فقط يتعين علينا القيام بالعديد من الأشياء كل يوم. Wir bekommen auch über Handy und Computer ständig Informationen, die wir lesen und verstehen müssen. نحن نتلقى باستمرار معلومات عبر الهاتف والكمبيوتر التي نحتاج إلى قراءتها وفهمها. Der Druck in unserem Alltag wird immer stärker. أصبح الضغط في حياتنا اليومية أكبر من أي وقت مضى. Was denkst du? Sollte es das in der Zukunft so weitergehen? ماذا تعتقد؟ هل يجب أن يستمر التقدم بالمستقبل؟ Die Berufe der Zukunft werden auch Informationstechnologie basieren. وستعتمد أيضا الوظائف بالمستقبل على تكنولوجيا المعلومات. Es wird sehr viel IT-Entwickler geben. Immer mehr Menschen arbeiten im Homeoffice. سيكون هنالك الكثير من مطوري تكنولوجيا المعلومات وسيعمل المزيد والمزيد من الأشخاص من المنزل. Weil sie ihre Arbeit zu Hause am Computer machen können. لأنهم يستطيعون القيام بعملهم في المنزل على الكمبيوتر. Früher hat man einen Beruf erlernt und konnte diese Arbeit sein ganzes Leben lang ausüben. في الماضي قد تكون تعلمت وظيفة وتلك الوظيفة تدربت عليها طوال حياتك. Aber in der Zukunft werden sich unsere Berufe ständig weiterentwickeln. ولكن في المستقبل ستستمر أعمالنا ومهننا في التطور. Die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. التي لا يمكننا حتى أن نتخيلها اليوم. So müssen wir immer Neues dazu lernen. لذلك علينا دائما أن نتعلم أشياء جديدة. Und mit den Veränderungen Schritt zu halten. ومواكبة التغيرات. Wir leben in einer sehr schnellen Zeit. Wir müssen nicht nur jeden Tag viele Dinge erledigen. Wir bekommen auch über Handy und Computer ständig Informationen, die wir lesen und verstehen müssen. Der Druck in unserem Alltag wird immer stärker. Was denkst du? Sollte es das in der Zukunft so weitergehen? Die Berufe der Zukunft werden auch Informationstechnologie basieren. Es wird sehr viel IT-Entwickler geben. Immer mehr Menschen arbeiten im Homeoffice, weil sie ihre Arbeit zu Hause am Computer machen können. Früher hat man einen Beruf erlernt und konnte diese Arbeit sein ganzes Leben lang ausüben. Aber in der Zukunft werden sich unsere Berufe ständig weiterentwickeln, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. So müssen wir immer Neues dazu lernen und mit den Veränderungen Schritt zu halten. الآن دعونا نقسم النص ونستمع للترجمة باللغة العربية. Wir leben in einer sehr schnellen Zeit. نحن نعيش في زمن سريع جدا. Wir müssen nicht nur jeden Tag viele Dinge erledigen. ليس فقط يتعين علينا القيام بالعديد من الأشياء كل يوم. Wir bekommen auch über Handy und Computer ständig Informationen, die wir lesen und verstehen müssen.
نحن نتلقى باستمرار معلومات عبر الهاتف والكمبيوتر التي نحتاج إلى قراءتها وفهمها. Der Druck in unserem Alltag wird immer stärker. أصبح الضغط في حياتنا اليومية أكبر من أي وقت مضى. Was denkst du? Sollte es das in der Zukunft so weitergehen? ماذا تعتقد؟ هل يجب أن يستمر التقدم بالمستقبل؟ Die Berufe der Zukunft werden auch Informationstechnologie basieren. وستعتمد أيضا الوظائف بالمستقبل على تكنولوجيا المعلومات. Es wird sehr viel IT-Entwickler geben. Immer mehr Menschen arbeiten im Homeoffice. سيكون هنالك الكثير من مطوري تكنولوجيا المعلومات وسيعمل المزيد والمزيد من الأشخاص من المنزل. Weil sie ihre Arbeit zu Hause am Computer machen können. لأنهم يستطيعون القيام بعملهم في المنزل على الكمبيوتر. Früher hat man einen Beruf erlernt und konnte diese Arbeit sein ganzes Leben lang ausüben. في الماضي قد تكون تعلمت وظيفة وتلك الوظيفة تدربت عليها طوال حياتك. Aber in der Zukunft werden sich unsere Berufe ständig weiterentwickeln. ولكن في المستقبل ستستمر أعمالنا ومهننا في التطور. Die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. التي لا يمكننا حتى أن نتخيلها اليوم. So müssen wir immer Neues dazu lernen. لذلك علينا دائما أن نتعلم أشياء جديدة. Und mit den Veränderungen Schritt zu halten. ومواكبة التغيرات. Wir leben in einer sehr schnellen Zeit. Wir müssen nicht nur jeden Tag viele Dinge erledigen. Wir bekommen auch über Handy und Computer ständig Informationen, die wir lesen und verstehen müssen. Der Druck in unserem Alltag wird immer stärker. Was denkst du? Sollte das in der Zukunft so weitergehen? Die Berufe der Zukunft werden auch Informationstechnologie basieren. Es wird sehr viel IT-Entwickler geben. Immer mehr Menschen arbeiten im Homeoffice, weil sie ihre Arbeit zu Hause am Computer machen können. Früher hat man einen Beruf erlernt und konnte diese Arbeit sein ganzes Leben lang ausüben. Aber in der Zukunft werden sich unsere Berufe ständig weiterentwickeln, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. So müssen wir immer Neues dazu lernen und mit den Veränderungen Schritt zu halten. Viele Jahre hieß es, die Deutschen sterben aus. لسنوات عديدة قيل أن الألمان ينقرضون. Doch nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes ولكن وفقا للبيانات الحالية الصادرة عن مكتب الإحصاء الفيدرالي wurde der langjährige Trend zu Kinderlosigkeit 2017 gestoppt تم إيقاف الاتجاه طويل الأمد نحو عدم إنجاب الأطفال في عام 2017 Seit einigen Jahren stabilisiert sich die Quote bei etwa 20% kinderlosen Frauen. وقد استقر العدد لعدة سنوات بمعدل حوالي 20% نساء ليس لديهم أطفال. Diese positive Entwicklung ist laut Statistikbehörde ويأتي هذا التطور الإيجابي بحسب وكالة الإحصاء. Viele Mütter wollen oder müssen schon bald nach der Geburt wieder arbeiten gehen. العديد من الأمهات يرغبن أو يحتجن إلى الذهاب للعمل بعد وقت قصير من الولادة. Doch wohin mit dem geliebten Kind? ولكن إلى أين ستذهب مع طفلك الحبيب؟ Diese Frage will gut überlegt sein, bevor man an einige Kinder denkt. يجب التفكير بهذا السؤال قبل أن تفكر في إنجاب الطفل. Glücklich sind die Paare, die engagierte Eltern in der Nähe haben. الأزواج السعداء هم أولئك الذين لديهم آباء ملتزمون بالقرب منهم. Viele Jahre hieß es, die Deutschen sterben aus. Doch nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes wurde der langjährige Trend zu Kinderlosigkeit 2017 gestoppt. Seit einigen Jahren stabilisiert sich die Quote bei etwa 20% kinderlosen Frauen.
Diese positive Entwicklung ist laut der Statistikbehörde. Viele Mütter wollen oder müssen schon bald nach der Geburt wieder arbeiten gehen. Doch wohin mit dem geliebten Kind? Diese Frage will gut überlegt sein, bevor man an einige Kinder denkt. Glücklich sind die Paare, die engagierte Eltern in der Nähe haben. الآن دعونا نقسم النص ونستمع للترجمة باللغة العربية. Viele Jahre hieß es, die Deutschen sterben aus. لسنوات عديدة قيل أن الألمان ينقرضون. Doch nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes, ولكن وفقا للبيانات الحالية الصادرة عن مكتب الإحصاء الفيدرالي, wurde der langjährige Trend zu Kinderlosigkeit 2017 gestoppt. تم إيقاف الاتجاه طويل الأمد نحو عدم إنجاب الأطفال في عام 2017. Seit einigen Jahren stabilisiert sich die Quote bei etwa 20% kinderlosen Frauen. وقد استقر العدد لعدة سنوات بمعدل حوالي 20% نساء ليس لديهم أطفال. Diese positive Entwicklung ist laut Statistikbehörde. ويأتي هذا التطور الإيجابي بحسب وكالة الإحصاء. Viele Mütter wollen oder müssen schon bald nach der Geburt wieder arbeiten gehen. العديد من الأمهات يرغبن أو يحتاجن إلى الذهاب للعمل بعد وقت قصير من الولادة. Doch wohin mit dem geliebten Kind? ولكن إلى أين ستذهب مع طفلك الحبيب? Diese Frage will gut überlegt sein, bevor man an einige Kinder denkt. يجب التفكير بهذا السؤال قبل أن تفكر في إنجاب الطفل. Glücklich sind die Paare, die engagierte Eltern in der Nähe haben. الأزواج السعداء هم أولئك الذين لديهم آباء ملتزمون بالقرب منهم. Viele Jahre hieß es, die Deutschen sterben aus. Doch nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes wurde der langjährige Trend zu Kinderlosigkeit 2017 gestoppt. Seit einigen Jahren stabilisiert sich die Quote bei etwa 20% kinderlosen Frauen. Diese positive Entwicklung ist laut Statistikbehörde. Viele Mütter wollen oder müssen schon bald nach der Geburt wieder arbeiten gehen. Doch wohin mit dem geliebten Kind? Diese Frage will gut überlegt sein, bevor man an einige Kinder denkt. Glücklich sind die Paare, die engagierte Eltern in der Nähe haben. Ich bin schon in der Küche und frühstücke. Heute wird ein ganz normaler, stressfreier Tag im Büro. Nach dem Frühstück räume ich meinen Teller in die Spülmaschine und wasche den Tisch ab. Jetzt muss ich noch meine Zähne putzen. Ich gehe die Treppe hoch und ins Badezimmer. Nach 5 Minuten bin ich fertig. Ich schnappe meinen Rucksack und laufe die Treppe runter. Mist! Ich habe mein Handy auf dem Nachttisch liegen lassen. Ich laufe wieder hoch und hole das Handy. Dann gehe ich die Treppe wieder runter. Ich öffne die Haustür und merke, dass ich etwas vergessen habe. Mist! Mein Portemonnaie liegt noch auf meinem Schreibtisch. Ich ärgere mich über meine Vergesslichkeit. Ich renne nach oben, stecke das Portemonnaie in den Rucksack und sprinte wieder nach unten. Mist, mein Autoschlüssel. Ich laufe wieder die Treppe rauf, hole den Schlüssel und renne nach unten. Dabei stolpere ich und falle fast die Treppe runter. Jetzt habe ich alles. Ich steige ins Auto, doch plötzlich fällt mir ein, dass ich vor meine Kollegin einen Kuchen gebacken habe. Und der steht noch im Kühlschrank. Das kann doch nicht wahr sein. Ich laufe wieder rein, öffne den Kühlschrank und nehme den Kuchen raus. Jetzt habe ich wirklich alles. Jetzt bin ich gestresst. Morgen passiert mir das nicht mehr. الآن دعونا نقسم النص ونستمع للترجمة باللغة العربية. Ich bin schon in der Küche und frühstücke. أنا بالفعل بالمطبخ أتناول الإفطار. Heute wird ein ganz normaler, stressfreier Tag im Büro.
سيكون اليوم يوما عاديا وخاليا من التوتر في المكتب. Nach dem Frühstück räume ich meinen Teller in die Spülmaschine und wasche den Tisch ab. بعد الإفطار أضع طبقي في غسالة الأطباق وأغسل الطاولة. Jetzt muss ich noch meine Zähne putzen. والآن يجب علي أن أنظف أسناني. Ich gehe die Treppe hoch und ins Badezimmer. أصعد الدرج وأذهب إلى الحمام. Nach 5 Minuten bin ich fertig. بعد 5 دقائق انتهيت. Ich schnappe meinen Rucksack und laufe die Treppe runter. أحمل حقيبتي وأركض إلى أسفل الدرج. Mist. Ich habe mein Handy auf dem Nachttisch liegen lassen. يا للهول. لقد تركت هاتفي على المنضدة. Ich laufe wieder hoch und hole das Handy. أعود إلى الطابق العلوي وأحضر هاتفي. Dann gehe ich die Treppe wieder runter. Ich öffne die Haustür und merke, ثم أعود إلى أسفل الدرج, أفتح الباب الأمامي وألاحظ, dass ich etwas vergessen habe. أنني نسيت شيئاً. Mist, mein Portemonnaie liegt noch auf meinem Schreibtisch. تباً, محفظتي لا تزال على المكتب. Ich ärgere mich über meine Vergesslichkeit. أنا منزعج من نسياني. Ich renne nach oben. أركض إلى الطابق العلوي. Stecke das Portemonnaie in dem Rucksack. أضع المحفظة في حقيبتي. Und sprinte wieder nach unten. وأسرع مرة أخرى إلى الأسفل. Mist, mein Autoschlüssel. تباً, مفتاح سيارتي. Ich laufe wieder die Treppe rauf. أصعد الدرج مرة أخرى. Hole den Schlüssel und renne nach unten. أحصل على المفتاح وأركض إلى الطابق السفلي. Dabei stolpere ich und falle fast die Treppe runter. تعثرت وكدت أسقط من على الدرج. Jetzt habe ich alles. الآن لدي كل شيء. Ich steige ins Auto. أدخل إلى السيارة. Doch plötzlich fällt mir ein, ولكن فجأة تذكرت, dass ich vor meine Kollegen einen Kuchen gebacken habe. أنني خبزت كعكة لزملائي. Und der steht noch im Kühlschrank. وما زالت في الثلاجة. Das kann doch nicht wahr sein. هذا لا يمكن أن يكون صحيحا. Ich laufe wieder rein. أركض مرة أخرى إلى الداخل. Öffne den Kühlschrank und nehme den Kuchen raus. أفتح الثلاجة وأخرج الكعكة. Jetzt habe ich wirklich alles. الآن حقا لدي كل شيء. Jetzt bin ich gestresst. Morgen passiert mir das nicht mehr. الآن أنا متوتر وغدا لن يحدث معي ذلك مجددا. Ich bin schon in der Küche und frühstücke. Heute wird ein ganz normaler, stressfreier Tag im Büro. Nach dem Frühstück räume ich meinen Teller in die Spülmaschine und wasche den Tisch ab. Jetzt muss ich noch meine Zähne putzen. Ich gehe die Treppe hoch und ins Badezimmer. Nach 5 Minuten bin ich fertig. Ich schnappe meinen Rucksack und laufe die Treppe runter. Mist! Ich habe mein Handy auf dem Nachttisch liegen lassen. Ich laufe wieder hoch und hole das Handy. Dann gehe ich die Treppe wieder runter. Ich öffne die Haustür und merke, dass ich etwas vergessen habe. Mist, mein Portemonnaie liegt noch auf meinem Schreibtisch. Ich ärgere mich über meine Vergesslichkeit. Ich renne nach oben, stecke das Portemonnaie in den Rucksack und sprinte wieder nach unten. Mist, mein Autoschlüssel. Ich laufe wieder die Treppe rauf, hole den Schlüssel und renne nach unten. Dabei stolpere ich und falle fast die Treppe runter. Jetzt habe ich alles. Ich steige ins Auto. Doch plötzlich fällt mir ein, dass ich vor meine Kollegen einen Kuchen gebacken habe. Und der steht noch im Kühlschrank. Das kann doch nicht wahr sein. Ich laufe wieder rein, öffne den Kühlschrank und nehme den Kuchen raus. Jetzt habe ich wirklich alles. Jetzt bin ich gestresst. Morgen passiert mir das nicht mehr.
الآن دعونا نقسم النص ونستمع للترجمة باللغة العربية. Ich bin schon in der Küche und frühstücke. أنا بالفعل بالمطبخ أتناول الإفطار. Heute wird ein ganz normaler stressfreier Tag im Büro. سيكون اليوم يوما عاديا وخاليا من التوتر في المكتب. Nach dem Frühstück räume ich meinen Teller in die Spülmaschine und wasche den Tisch ab. بعد الإفطار أضع طبقي في غسالة الأطباق وأغسل الطاولة. Jetzt muss ich noch meine Zähne putzen. والآن يجب علي أن أنظف أسناني. Ich gehe die Treppe hoch und ins Badezimmer. أصعد الدرج وأذهب إلى الحمام. Nach 5 Minuten bin ich fertig. بعد 5 دقائق انتهيت. Ich schnappe meinen Rucksack und laufe die Treppe runter. أحمل حقيبتي وأركض إلى أسفل الدرج. Mist. Ich habe mein Handy auf dem Nachttisch liegen lassen. يا للهول. لقد تركت هاتفي على المنضدة. Ich laufe wieder hoch und hole das Handy. أعود إلى الطابق العلوي وأحضر هاتفي. Dann gehe ich die Treppe wieder runter. Ich öffne die Haustür und merke. ثم أعود إلى أسفل الدرج. أفتح الباب الأمامي وألاحظ. Dass ich etwas vergessen habe. أنني نسيت شيئا. Mist. Mein Portemonnaie liegt noch auf meinem Schreibtisch. تبا. محفظتي لا تزال على المكتب. Ich ärgere mich über meine Vergesslichkeit. أنا منزعج من نسياني. Ich renne nach oben. أركض إلى الطابق العلوي. Stecke das Portemonnaie in dem Rucksack. أضع المحفظة في حقيبتي. Und sprinte wieder nach unten. وأسرع مرة أخرى إلى الأسفل. Mist, mein Autoschlüssel. تبا, مفتاح سيارتي. Ich laufe wieder die Treppe rauf. أصعد الدرجة مرة أخرى. Hole den Schlüssel und renne nach unten. أحصل على المفتاح وأركض إلى الطابق السفلي. Dabei stolpere ich und falle fast die Treppe runter. تعثرت وكدت أسقط من على الدرج. Jetzt habe ich alles. الآن لدي كل شيء. Ich steige ins Auto. أدخل إلى السيارة. Doch plötzlich fällt mir ein. ولكن فجأة تذكرت. Dass ich vor meine Kollegen einen Kuchen gebacken habe. أنني خبزت كعكة لزملائي. Und der steht noch im Kühlschrank. وما زالت في الثلاجة. Das kann doch nicht wahr sein. هذا لا يمكن أن يكون صحيحا. Ich laufe wieder rein. أركض مرة أخرى إلى الداخل. Öffne den Kühlschrank und nehme den Kuchen raus. أفتح الثلاجة وأخرج الكعكة. Jetzt habe ich wirklich alles. الآن حقا لدي كل شيء. Jetzt bin ich gestresst. Morgen passiert mir das nicht mehr. الآن أنا متوتر وغدا لن يحدث معي ذلك مجددا. Manchmal ist mir langweilig. Dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich hatte Lust, ein spannendes Buch zu lesen. Finde aber keins im Regal. Im Fernsehen laufen nur langweilige Talkshow und Wiederholungen. Ich könnte Hausarbeit machen, Wäsche waschen und bügeln, das Bad putzen oder meinen Kleiderschrank ausmisten. Doch dazu fehlt mir die Luft. Ich wollte gerne spazieren gehen. Aber leider regnet es draußen schon den ganzen Tag. Ich finde in der Küche eine Tafel Schokolade und esse einen Stock. Dann laufe ich ziellos durch die Wohnung. Denn mir ist immer noch langweilig. Plötzlich macht das Ding dumm. Wer kann das sein? Ich laufe zur Wohnungstür und öffne sie. Was für eine Überraschung! Vor der Tür steht meine beste Freundin Ariana. Jetzt ist mir nicht mehr langweilig. الآن دعونا نقسم النص ونستمع للترجمة باللغة العربية. Manchmal ist mir langweilig. أحيانا أشعر بالملل. Dann weiß ich nicht, was ich tun soll. ثم لا أعرف ماذا أفعل. Ich hatte Lust, ein spannendes Buch zu lesen. أود أن أقرأ كتابا مثيرا. Finde aber keins im Regal. ولكن لا أجده على الرف.
Im Fernsehen laufen nur langweilige Talkshows und Wiederholungen. على التلفاز لا يوجد سوى برامج حوارية مملة ومتكررة. Ich könnte Hausarbeit machen. Wäsche waschen und bügeln. يمكنني القيام بأعمال المنزل. غسل وكي الملابس. Das Bad putzen oder meinen Kleiderschrank ausmisten. تنظيف الحمام أو ترتيب خزانة الملابس. Doch dazu fehlt mir die Luft. ولكن ينقصني الهواء. Ich würde gerne spazieren gehen. أريد أن أذهب للتنزه. Aber leider regnet es draußen schon den ganzen Tag. لكن لسوء الحظ كانت تمطر طوال اليوم بالخارج. Ich finde in der Küche eine Tafel Schokolade und esse einen Stock. أجد لوح شوكولاتة في المطبخ وأكل قطعة منه. Dann laufe ich ziellos durch die Wohnung. ثم أتجول بلا هدف بالشقة. Denn mir ist immer noch langweilig. لأنني لا زلت أشعر بالملل. Plötzlich macht das Ding Dong. الجرس يصدر صوت Ding Dong. Wer kann das sein? من يمكن أن يكون؟ Ich laufe zur Wohnungstür und öffne sie. أركض إلى باب الشقة وأفتحه. Was für eine Überraschung! يا للمفاجأة! Vor der Tür steht meine beste Freundin Ariana. أمام الباب أعز صديقاتي أريانا. Jetzt ist mir nicht mehr langweilig. الآن لم أعد أشعر بالملل. Manchmal ist mir langweilig. Dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich hatte Lust, ein spannendes Buch zu lesen. Finde aber keins im Regal. Im Fernsehen laufen nur langweilige Talkshows und Wiederholungen. Ich könnte Hausarbeit machen, Wäsche waschen und bügeln, das Bad putzen oder meinen Kleiderschrank ausmisten. Doch dazu fehlt mir die Luft. Ich würde gerne spazieren gehen. Aber leider regnet es draußen schon den ganzen Tag. Ich finde in der Küche eine Tafel Schokolade und esse einen Stock. Dann laufe ich ziellos durch die Wohnung. Denn mir ist immer noch langweilig. Plötzlich macht das Ding Dong. Wer kann das sein? Ich laufe zur Wohnungstür und öffne sie. Was für eine Überraschung! Vor der Tür steht meine beste Freundin Ariana. Jetzt ist mir nicht mehr langweilig. الآن دعونا نقسم النص ونستمع للترجمة باللغة العربية. Manchmal ist mir langweilig. أحيانا أشعر بالملل. Dann weiß ich nicht, was ich tun soll. ثم لا أعرف ماذا أفعل. Ich hatte Lust, ein spannendes Buch zu lesen. أود أن أقرأ كتابا مثيرا. Finde aber keins im Regal. ولكن لا أجده على الرف. Im Fernsehen laufen nur langweilige Talkshows und Wiederholungen. على التلفاز لا يوجد سوى برامج حوارية مملة ومتكررة. Ich könnte Hausarbeit machen. Wäsche waschen und bügeln. يمكنني القيام بأعمال المنزل. غسل وكي الملابس. Das Bad putzen oder meinen Kleiderschrank ausmisten. تنظيف الحمام أو ترتيب خزانة الملابس. Doch dazu fehlt mir die Luft. ولكن ينقصني الهواء. Ich würde gerne spazieren gehen. أريد أن أذهب للتنزه. Aber leider regnet es draußen schon den ganzen Tag. لكن لسوء الحظ كانت تمطر طوال اليوم بالخارج. Ich finde in der Küche eine Tafel Schokolade und esse einen Stock. أجد لوح شوكولاتة في المطبخ وأكل قطعة منه. Dann laufe ich ziellos durch die Wohnung. ثم أتجول بلا هدف بالشقة. Denn mir ist immer noch langweilig. لأنني لا زلت أشعر بالملل. Plötzlich macht das Ding Dong. الجرس يصدر صوت Ding Dong. Wer kann das sein? من يمكن أن يكون؟ Ich laufe zur Wohnungstür und öffne sie. أركض إلى باب الشقة وأفتحه. Was für eine Überraschung! يا للمفاجأة! Vor der Tür steht meine beste Freundin Ariana. أمام الباب أعز صديقاتي أريانا. Jetzt ist mir nicht mehr langweilig. الآن لم أعد أشعر بالملل.
Wer gerne liest, kennt das schöne Gefühl, ein neues Buch in den Händen zu halten. Lisa kennen diese Vorfreude auf spannende Geschichten oder interessante Informationen. Es ist ein sinnliches Vergnügen, die Seiten umzublättern und dabei den Geruch und Papier und Druckschwärze wahrzunehmen. Dagegen wirkt ein E-Book kalt und nüchtern. Aber es hat auch Vorteile. Egal wie umfangreich ein E-Book ist, es ist immer noch so schwer wie sein Lesegerät und passt in jede Handtasche. Man kann sogar viele Bücher auf ein Lesegerät speichern. So hat man seine Bibliothek stets dabei. E-Books sind umweltfreundlich, weil sie ohne Papier auskommen. Sie sind billiger als gedruckte Bücher. Man kann sofort mit dem Lesen anfangen, aber man kann sie nicht schon einpacken oder eine Widmung hineinschreiben. Als Geschenk eignen sich besser traditionelle Bücher. الآن دعونا نقسم النص ونستمع للترجمة باللغة العربية. Wer gerne liest, kennt das schöne Gefühl, ein neues Buch in den Händen zu halten. أي شخص يستمتع بالقراءة يعرف الشعور الرائع الذي تشعر به عند حمل كتاب جديد بين يديك. Lisa kennen diese Vorfreude auf spannende Geschichten oder interessante Informationen. ليزا تعرف هذا الترقب للقصص المثيرة أو المعلومات المثيرة للاهتمام. Es ist ein sinnliches Vergnügen, die Seiten umzublättern. إنها متعة حسية أن تقلب الصفحات und dabei den Geruch und Papier und Druckschwärze wahrzunehmen. ولاحظ رائحة الورق وحبر الطباعة. Dagegen wirkt ein E-Book kalt und nüchtern. في المقابل يبدو الكتاب الإلكتروني بارد وخالي من المشاعر. Aber es hat auch Vorteile. لكن لديه أيضا مزايا. Egal wie umfangreich ein E-Book ist, بغض النظر عن مدى اتساع نطاق الكتاب الإلكتروني, es ist immer noch so schwer wie sein Lesegerät. فهو ثقيل مثل قارئه فقط. Und passt in jede Handtasche. ويناسب كل حقيبة يد. Man kann sogar viele Bücher auf ein Lesegerät speichern. ويمكنك أيضا تخزين العديد من الكتب على جهاز قراءة واحد. So hat man seine Bibliothek stets dabei. لذلك كأن مكتبتك معك دائما. E-Books sind umweltfreundlich. الكتب الإلكترونية صديقة للبيئة. Weil sie ohne Papier auskommen. لأنهم يأتون بدون ورق. Sie sind billiger als gedruckte Bücher. إنها أرخص من الكتب المطبوعة. Man kann sofort mit dem Lesen anfangen. يمكنك البدء بالقراءة على الفور. Aber man kann sie nicht schon einpacken. لكن لا يمكنك تغليفها بشكل جيد. Oder eine Widmung hineinschreiben. أو كتابة إهداء بالداخل. Als Geschenk eignen sich besser traditionelle Bücher. الكتب التقليدية أكثر ملائمة كهدية. Wer gerne liest, kennt das schöne Gefühl, ein neues Buch in den Händen zu halten. Lisa kennen diese Vorfreude auf spannende Geschichten oder interessante Informationen. Es ist ein sinnliches Vergnügen, die Seiten umzublättern und dabei den Geruch und Papier und Druckschwärze wahrzunehmen. Dagegen wirkt ein E-Book kalt und nüchtern. Aber es hat auch Vorteile. Egal wie umfangreich ein E-Book ist, es ist immer noch so schwer wie sein Lesegerät und passt in jede Handtasche. Man kann sogar viele Bücher auf ein Lesegerät speichern. So hat man seine Bibliothek stets dabei. E-Books sind umweltfreundlich, weil sie ohne Papier auskommen. Sie sind billiger als gedruckte Bücher. Man kann sofort mit dem Lesen anfangen. Aber man kann sie nicht schon einpacken oder eine Widmung hineinschreiben. Als Geschenk eignen sich besser traditionelle Bücher. الآن دعونا نقسم النص ونستمع للترجمة باللغة العربية. Wer gerne liest, kennt das schöne Gefühl, ein neues Buch in den Händen zu halten.
أي شخص يستمتع بالقراءة يعرف الشعور الرائع الذي تشعر به عند حمل كتاب جديد بين يديك. Lisa, kennen diese Vorfreude auf spannende Geschichten oder interessante Informationen? Lisa, تعرف هذا الترقب للقصص المثيرة أو المعلومات المثيرة للاهتمام. Es ist ein sinnliches Vergnügen, die Seiten umzublättern. إنها متعة حسية أن تقلب الصفحات und dabei den Geruch und Papier und Druckschwärze wahrzunehmen. ولاحظ رائحة الورق وحبر الطباعة. Dagegen wirkt ein E-Book kalt und nüchtern. في المقابل يبدو الكتاب الإلكتروني بارد وخالي من المشاعر. Aber es hat auch Vorteile. لكن لديه أيضا مزايا. Egal wie umfangreich ein E-Book ist, بغض النظر عن مدى اتساع نطاق الكتاب الإلكتروني. Es ist immer noch so schwer wie sein Lesegerät. فهو ثقيل مثل قارئه فقط. Und passt in jede Handtasche. ويناسب كل حقيبة يد. Man kann sogar viele Bücher auf ein Lesegerät speichern. ويمكنك أيضا تخزين العديد من الكتب على جهاز قراءة واحد. So hat man seine Bibliothek stets dabei. لذلك كأن مكتبتك معك دائما. E-books sind umweltfreundlich. الكتب الإلكترونية صديقة للبيئة. Weil sie ohne Papier auskommen. لأنهم يأتون بدون ورق. Sie sind billiger als gedruckte Bücher. إنها أرخص من الكتب المطبوعة. Man kann sofort mit dem Lesen angefangen. يمكنك البدء بالقراءة على الفور. Aber man kann sie nicht schon einpacken. لكن لا يمكنك تغليفها بشكل جيد. Oder eine Widmung hineinschreiben. أو كتابة إهداء بالداخل. Als Geschenk eignen sich besser traditionale Bücher. الكتب التقليدية أكثر ملائمة كهدية. Köln hat über 1 Million Einwohner und ist die viertgrößte Stadt in Deutschland. Köln liegt am Rhein und blickt auf eine lange Geschichte zurück. Ähnlich wie Hamburg ist Köln eine Medienstadt. Hier sind zahlreiche Fernsehsender. Darum kann man mit ein bisschen Glück berühmte Leute auf der Straße treffen. Außerdem ist Köln ein wichtiger Standort des internationalen Kunsthandels. Der Kölner Dom ist das Wahrzeichen der Stadt und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Köln ist auch eine Messerstadt. Die Art Cologne ist die älteste Kunstmesse der Welt. In Köln ist immer etwas los. الآن دعونا نقسم النص ونستمع للترجمة باللغة العربية. Köln hat über 1 Million Einwohner. يبلغ عدد سكان كولونيا أكثر من مليون نسمة. Und ist die viertgrößte Stadt in Deutschland. وهي رابع أكبر مدينة في ألمانيا. Köln liegt am Rhein und blickt auf eine lange Geschichte zurück. تقع مدينة كولونيا على نهر الراين وتتمتع بتاريخ طويل. Ähnlich wie Hamburg ist Köln eine Medienstadt. على غرار هامبورغ تعتبر كولونيا مدينة إعلامية. Hier sind zahlreiche Fernsehsender. هناك العديد من القنوات التلفزيونية. Darum kann man mit ein bisschen Glück berühmte Leute auf der Straße treffen. ولهذا السبب مع القليل من الحظ يمكنك مقابلة أشخاص مشهورين في الشارع. Außerdem ist Köln ein wichtiger Standort des internationalen Kunsthandels. كولونيا أيضا تحظى بموقع مهم من التجارة الفنية العالمية. Der Kölner Dom ist das Wahrzeichen der Stadt. كاتدرائية كولونيا هي معلم المدينة. Und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. Köln ist auch eine Messerstadt. كولونيا أيضا مدينة المعارض التجارية. Die Art Cologne ist die älteste Kunstmesse der Welt. فن كولونيا هو أقدم معرض فني في العالم. In Köln ist immer etwas los. في كولونيا هنالك دائما شيء يحدث. Köln hat über 1 Million Einwohner und ist die viertgrößte Stadt in Deutschland.
Köln liegt am Rhein und blickt auf eine lange Geschichte zurück. Ähnlich wie Hamburg ist Köln eine Medienstadt. Hier sind zahlreiche Fernsehsender. Darum kann man mit ein bisschen Glück berühmte Leute auf der Straße treffen. Außerdem ist Köln ein wichtiger Standort des internationalen Kunsthandels. Der Kölner Dom ist das Wahrzeichen der Stadt und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Köln ist auch eine Messerstadt. Die Art Cologne ist die älteste Kunstmesse der Welt. In Köln ist immer etwas los. الآن دعونا نقسم النص ونستمع للترجمة باللغة العربية. كولن hat über 1 Million Einwohner. يبلغ عدد سكان كولونيا أكثر من مليون نسمة. Und ist die viertgrößte Stadt in Deutschland. وهي رابع أكبر مدينة في ألمانيا. كولن liegt am Rhein und blickt auf eine lange Geschichte zurück. تقع مدينة كولونيا على نهر الراين وتتمتع بتاريخ طويل. Ähnlich wie Hamburg ist Köln eine Medienstadt. على غرار Hamburg تعتبر كولونيا مدينة عالمية. Hier sind zahlreiche Fernsehsender. هناك العديد من القنوات التلفزيونية. Darum kann man mit ein bisschen Glück berühmte Leute auf der Straße treffen. ولهذا السبب مع القليل من الحظ يمكنك مقابلة أشخاص مشهورين في الشارع. Außerdem ist Köln ein wichtiger Standort des internationalen Kunsthandels. كولونيا أيضا تحظى بموقع مهم من التجارة الفنية العالمية. Der Kölner Dom ist das Wahrzeichen der Stadt. كاتدرائية كولونيا هي معلم المدينة. Und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. Köln ist auch eine Messerstadt. كولونيا أيضا مدينة المعارض التجارية. Die Art Cologne ist die älteste Kunstmesse der Welt. فن كولونيا هو أقدم معرض فني في العالم. In Köln ist immer etwas los. في كولونيا هنالك دائما شيء يحدث. Wir Menschen haben viele verschiedene Gefühle. نحن البشر لدينا العديد من المشاعر المختلفة. Manche Gefühle sind ganz klar voneinander zu unterscheiden. يمكن تمييز بعض المشاعر بوضوح عن بعضها البعض. Hunger, Durst, Ärger, Freude. جوع, عطش, غضب, فرح. Doch andere Gefühle sind sehr speziell. لكن مشاعر أخرى مميزة جدا. Im Deutschen gibt es viele besondere Worte dafür. في الألمانية هنالك العديد من الكلمات الخاصة لهذا. Wenn ich nur für mich bin, bin ich allein. عندما أكون بمفردي أكون وحيدا. Das kann eine Zeit lang sehr entspannend sein. في بعض الأوقات يمكن أن يكون مريح للغاية. Endlich hat man mal Zeit für sich. أخيرا لديك وقت لنفسك. Kann ein Buch lesen, Sport machen oder seine Lieblingsserie gucken. يمكنك قراءة كتاب أو ممارسة بعض التمارين الرياضية أو مشاهدة مسلسلك المفضل. Ist man aber zu lange allein, fühlt man sich einsam. ولكن عندما تكون وحيد لفترة طويلة جدا تشعر بالوحدة. Das ist kein gutes Gefühl. هذا ليس شعور جيد. Dann braucht man wieder Gesellschaft. فأنت بحاجة لشريك مرة أخرى. Vergisst man dagegen nur einen bestimmten Menschen, den man sehr lieb hat. ومن ناحية أخرى إذا كنت تفتقد شخص معين فقط, الشخص الذي تحبه كثيرا, heißt das Sehnsucht. هذا يسمى بالشوق. Dann sieht man sich nach seiner Partnerin oder seinem Partner. فأنت تشتاق لشريكك أو شريكتك. Man kann schreiben, ich habe Sehnsucht nach dir. يمكنك كتابة, أتشوق إليك. Oder, ich vermisse dich. أو أفتقدك. Wenn man in einen Menschen verliebt ist, عندما تقع بحب شخص ما, aber derjenige diese Gefühle nicht erwidert, لكن مع من لا يبادلك هذه المشاعر, dann hat man Liebeskummer. فإن هذا الشخص سيعاني من القلق. Dieses Gefühl ist nur schwer auszuhalten.
هذا الشعور يصعب تحمله. Man muss versuchen, nicht ständig an die Person zu denken. عليك المحاولة بألا تفكر بالشخص طوال الوقت und sich abzulenken. وصرف انتباهك عن الأمر. Das ist oft einfacher gesagt als getan. وغالبا هنا القول أسهل من الفعل. Wenn man nichts zu tun hat oder nicht weiß, wie man sich beschäftigen soll, عندما لا يكون لديك ما تفعله أو تعرفه, عليك أن تبقى منشغلا. Dann hat man Langeweile. ثم تشعر بالملل. Wenn man sich langweilt, kann man Freunde einladen, Sport machen. عندما تشعر بالملل, يمكنك دعوة الأصدقاء وممارسة الرياضة. An die frische Luft gehen. التنزه بالهواء النقي. Ein Spiel spielen. Ein gutes Buch lesen. لعب لعبة. قراءة كتاب جديد. Gefühle ändern sich. المشاعر تتغير. Und Gefühle bestimmen unseren Alltag. والمشاعر تحدد حياتنا اليومية. Wir Menschen haben viele verschiedene Gefühle. Manche Gefühle sind ganz klar voneinander zu unterscheiden. Hunger, Durst, Ärger, Freude. Doch andere Gefühle sind sehr speziell. Im Deutschen gibt es viele besondere Worte davor. Wenn ich nur für mich bin, bin ich allein. Das kann eine Zeit lang sehr entspannend sein. Endlich hat man mal Zeit vor sich. Kann ein Buch lesen, Sport machen oder seine Lieblingsserie gucken. Ist man aber zu lange allein, fühlt man sich einsam. Das ist kein gutes Gefühl. Dann braucht man wieder Gesellschaft. Vergisst man dagegen nur einen bestimmten Menschen, den man sehr lieb hat, heißt das Sehnsucht. Dann sieht man sich nach seiner Partnerin oder seinem Partner. Man kann schreiben, ich habe Sehnsucht nach dir oder ich vermisse dich. Wenn man in einen Menschen verliebt ist, aber derjenige diese Gefühle nicht erwidert, dann hat man Liebeskummer. Dieses Gefühl ist nur schwer auszuhalten. Man muss versuchen, nicht ständig an die Person zu denken und sich abzulenken. Das ist oft einfacher gesagt als getan. Wenn man nichts zu tun hat oder nicht weiß, wie man sich beschäftigen soll, dann hat man Langeweile. Wenn man sich langweilt, kann man Freunde einladen, Sport machen, an die frische Luft gehen, ein Spiel spielen, ein gutes Buch lesen. Gefühle ändern sich. Und Gefühle bestimmen unseren Alltag. الآن دعونا نقسم النص ونستمع للترجمة باللغة العربية. Wir Menschen haben viele verschiedene Gefühle. نحن البشر لدينا العديد من المشاعر المختلفة. Manche Gefühle sind ganz klar voneinander zu unterscheiden. يمكن تمييز بعض المشاعر بوضوح عن بعضها البعض. Hunger, Durst, Ärger, Freude. جوع, عطش, غضب, فرح. Doch andere Gefühle sind sehr speziell. لكن مشاعر أخرى مميزة جدا. Im Deutschen gibt es viele besondere Worte davor. في الألمانية هنالك العديد من الكلمات الخاصة لهذا. Wenn ich nur für mich bin, bin ich allein. عندما أكون بمفردي أكون وحيدا. Das kann eine Zeit lang sehr entspannend sein. في بعض الأوقات يمكن أن يكون مريح للغاية. Endlich hat man mal Zeit vor sich. أخيرا لديك وقت لنفسك. Kann ein Buch lesen, Sport machen oder seine Lieblingsserie gucken. يمكنك قراءة كتاب أو ممارسة بعض التمارين الرياضية أو مشاهدة مسلسلك المفضل. Ist man aber zu lange allein, fühlt man sich einsam. ولكن عندما تكون وحيد لفترة طويلة جدا تشعر بالوحدة. Das ist kein gutes Gefühl. هذا ليس شعور جيد. Dann braucht man wieder Gesellschaft. فأنت بحاجة لشريك مرة أخرى. Vergisst man dagegen nur einen bestimmten Menschen, den man sehr lieb hat. ومن ناحية أخرى إذا كنت تفتقد شخص معين فقط, الشخص الذي تحبه كثيرا, heißt das Sehnsucht. هذا يسمى بالشوق.
dann sieht man sich nach seiner Partnerin oder seinem Partner. فأنت تشتاق لشريكك أو شريكتك. Man kann schreiben, ich habe Sehnsucht nach dir. يمكنك كتابة أتشوق إليك oder ich vermisse dich أو أفتقدك. Wenn man in einen Menschen verliebt ist, عندما تقع بحب شخص ما, aber derjenige diese Gefühle nicht erwidert, لكن مع من لا يبادلك هذه المشاعر, dann hat man Liebeskummer. فإن هذا الشخص سيعاني من القلق. Dieses Gefühl ist nur schwer auszuhalten. هذا الشعور يصعب تحمله. Man muss versuchen, nicht ständig an die Person zu denken. عليك المحاولة بألا تفكر بالشخص طوال الوقت und sich abzulenken. وصرف انتباهك عن الأمر. Das ist oft einfacher gesagt als getan. وغالبا هنا القول أسهل من الفعل. Wenn man nichts zu tun hat oder nicht weiß, wie man sich beschäftigen soll, عندما لا يكون لديك ما تفعله أو تعرفه, عليك أن تبقى منشغلا. Dann hat man Langeweile. ثم تشعر بالملل. Wenn man sich langweilt, kann man Freunde einladen, Sport machen. عندما تشعر بالملل يمكنك دعوة الأصدقاء وممارسة الرياضة. An die frische Luft gehen. التنزه بالهواء النقي. Ein Spiel spielen. Ein gutes Buch lesen. لعب لعبة. قراءة كتاب جديد. Gefühle ändern sich. المشاعر تتغير. Und Gefühle bestimmen unseren Alltag. والمشاعر تحدد حياتنا اليومية. Wir Menschen haben viele verschiedene Gefühle. Manche Gefühle sind ganz klar voneinander zu unterscheiden. Hunger, Durst, Ärger, Freude. Doch andere Gefühle sind sehr speziell. Im Deutschen gibt es viele besondere Worte davor. Wenn ich nur für mich bin, bin ich allein. Das kann eine Zeit lang sehr entspannend sein. Endlich hat man mal Zeit vor sich. Kann ein Buch lesen, Sport machen oder seine Lieblingsserie gucken. Ist man aber zu lange allein, fühlt man sich einsam. Das ist kein gutes Gefühl. Dann braucht man wieder Gesellschaft. Vergisst man dagegen nur einen bestimmten Menschen, den man sehr lieb hat, heißt das Sehnsucht. Dann sieht man sich nach seiner Partnerin oder seinem Partner. Man kann schreiben, ich habe Sehnsucht nach dir oder ich vermisse dich. Wenn man in einen Menschen verliebt ist, aber derjenige diese Gefühle nicht erwidert, dann hat man Liebeskummer. Dieses Gefühl ist nur schwer auszuhalten. Man muss versuchen, nicht ständig an die Person zu denken und sich abzulenken. Das ist oft einfacher gesagt als getan. Wenn man nichts zu tun hat oder nicht weiß, wie man sich beschäftigen soll, dann hat man Langeweile. Wenn man sich langweilt, kann man Freunde einladen, Sport machen, an die frische Luft gehen, ein Spiel spielen, ein gutes Buch lesen. Gefühle ändern sich. Und Gefühle bestimmen unseren Alltag. Die meisten Menschen unter uns haben ein Handy. معظمنا لدينا هاتف محمول. Man nennt sie heutzutage Smartphones. يطلق عليها في هذه الأيام الهواتف الذكية. Denn Handys sind smart geworden. لأن الهواتف المحمولة أصبحت ذكية. Schlaue Handys sozusagen. الهواتف الذكية إذا جاز التعبير. Wir haben unser Smartphone immer dabei. هواتفنا المحمولة دائما معنا. أو beim Essen, im Kino oder beim Arzt. Ja, sogar auf der Toilette. سواء كنا نتناول الطعام أو في السينما في عيادة الطبيب أو حتى في المرحاض. Aber was machen wir denn die ganze Zeit mit dem Smartphones? لكن ماذا نفعل بهواتفنا الذكية طوال الوقت؟ Warum sind sie für uns so wichtig geworden? ولماذا أصبحت في غاية الأهمية بالنسبة لنا؟ Mit Handys können wir heutzutage viel mehr als nur telefonieren.
في الوقت الحاضر باستخدام هواتفنا المحمولة يمكننا القيام بأكثر من مجرد إجراء المكالمات via können Fotos und Videos machen, ins Internet gehen und Apps nutzen, دخول الإنترنت واستخدام التطبيقات wie zum Beispiel Navigationssysteme und soziale Netzwerke. على سبيل المثال أنظمة الملاحة وشبكات التواصل الاجتماعي. Handys können mittlerweile fast alles und sind sehr nützlich. الهواتف الذكية الآن تفعل كل شيء تقريبا وهي مفيدة جدا. Wenn alles fast digital passiert, عندما يحدث كل شيء رقميا, spiegelt nicht unbedingt das richtige Leben wider. لا يعكس بالضرورة الحياة الحقيقية. Die soziale Plattform Instagram, منصة التواصل الاجتماعي الانستغرام, ist hier ein gutes Beispiel. تعتبر هنا مثالا جيد. Die etlichen Filter ermöglichen es uns, die Realität so zu verändern, تمكننا الفلاتر العديدة من تغيير الواقع بهذه الطريقة. Da muss man sich aber fragen. ولكن عليك أن تسأل. Ist es denn so richtig, wie andere uns und unser Leben sehen? هل صحيح حقا كيف يرى الآخرون حياتنا؟ Die meisten Menschen unter uns haben ein Handy. Man nennt sie heutzutage Smartphones. Denn Handys sind smart geworden. Schlaue Handys sozusagen. Wir haben unser Smartphone immer dabei. Ob beim Essen, im Kino oder beim Arzt. Ja, sogar auf der Toilette. Aber was machen wir denn die ganze Zeit mit dem Smartphones? Warum sind sie für uns so wichtig geworden? Mit Handys können wir heutzutage viel mehr als nur telefonieren. Wir können Fotos und Videos machen, ins Internet gehen und Apps nutzen, wie zum Beispiel Navigationssysteme und soziale Netzwerke. Handys können mittlerweile fast alles und sind sehr nützlich. Wenn alles, was digital passiert, spiegelt nicht unbedingt das richtige Leben wider. Die soziale Plattform Instagram ist hier ein gutes Beispiel. Die etlichen Filter ermöglichen es uns, die Realität so zu verändern. Da muss man sich aber fragen, ist es denn so richtig, wie andere uns und unser Leben sehen? الآن دعونا نقسم النص ونستمع للترجمة باللغة العربية. Die meisten Menschen unter uns haben ein Handy. معظمنا لدينا هاتف محمول. Man nennt sie heutzutage Smartphones. يطلق عليها في هذه الأيام الهواتف الذكية. Denn Handys sind smart geworden. لأن الهواتف المحمولة أصبحت ذكية. Schlaue Handys sozusagen. الهواتف الذكية إذا جاز التعبير. Wir haben unser Smartphone immer dabei. هواتفنا المحمولة دائما معنا. أو beim Essen, im Kino oder beim Arzt. Ja, sogar auf der Toilette. سواء كنا نتناول الطعام أو في السينما في عيادة الطبيب أو حتى في المرحاض. Aber was machen wir denn die ganze Zeit mit dem Smartphones? لكن ماذا نفعل بهواتفنا الذكية طوال الوقت? Warum sind sie für uns so wichtig geworden? ولماذا أصبحت في غاية الأهمية بالنسبة لنا؟ Mit Handys können wir heutzutage viel mehr als nur telefonieren. في الوقت الحاضر باستخدام هواتفنا المحمولة يمكننا القيام بأكثر من مجرد إجراء المكالمات. Wir können Fotos und Videos machen, ins Internet gehen und Apps nutzen, دخول الإنترنت واستخدام التطبيقات wie zum Beispiel Navigationssysteme und soziale Netzwerke. على سبيل المثال أنظمة الملاحة وشبكات التواصل الاجتماعي. Handys können mittlerweile fast alles und sind sehr nützlich. الهواتف الذكية الآن تفعل كل شيء تقريبا وهي مفيدة جدا. Wenn alles fast digital passiert, عندما يحدث كل شيء رقميا, spiegelt nicht unbedingt das richtige Leben wider. لا يعكس بالضرورة الحياة الحقيقية. Die soziale Plattform Instagram, منصة التواصل الاجتماعي الانستغرام, ist hier ein gutes Beispiel. تعتبر هنا مثالا جيد. Die etlichen Filter ermöglichen es uns, die Realität so zu verändern, تمكننا الفلاتر العديدة من تغيير الواقع بهذه الطريقة.
Da muss man sich aber fragen. ولكن عليك أن تسأل. Ist es denn so richtig, wie andere uns und unser Leben sehen? هل صحيح حقا كيف يرى الآخرون حياتنا؟ Die meisten Menschen unter uns haben ein Handy. Man nennt sie heutzutage Smartphones. Denn Handys sind smart geworden. Schlaue Handys sozusagen. Wir haben unser Smartphone immer dabei. Ob beim Essen, im Kino oder beim Arzt. Ja, sogar auf der Toilette. Aber was machen wir denn die ganze Zeit mit dem Smartphones? Warum sind sie für uns so wichtig geworden? Mit Handys können wir heutzutage viel mehr als nur telefonieren. Wir können Fotos und Videos machen, ins Internet gehen und Apps nutzen, wie zum Beispiel Navigationssysteme und soziale Netzwerke. Handys können mittlerweile fast alles und sind sehr nützlich. Wenn alles, was digital passiert, spiegelt nicht unbedingt das richtige Leben wider. Die soziale Plattform Instagram ist hier ein gutes Beispiel. Die etlichen Filter ermöglichen es uns, die Realität so zu verändern. Da muss man sich aber fragen, ist es denn so richtig, wie andere uns und unser Leben sehen? Mit 1,8 Millionen Einwohnern ist Hamburg die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Der Hamburger Hafen ist eine der größten Häfen Europas. Zusammen mit dem internationalen Flughafen macht er Hamburg zu einem Logistikstandort Europas. Die durch Hamburg fließende Alster mit zusammen mit ihren Nebenflüssen von fast 2500 Brücken überspannt. الآن دعونا نقسم النص ونستمع للترجمة باللغة العربية. Mit 1,8 Millionen Einwohnern, مع 1,8 مليون نسمة, ist Hamburg die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Hamburg هي ثاني أكبر مدينة في ألمانيا. Der Hamburger Hafen ist einer der größten Häfen Europas. يعد بناء Hamburg أحد أكبر الموانئ في أوروبا. Zusammen mit dem internationalen Flughafen جنباً إلى جنب مع المطار الدولي macht er Hamburg zu einem Logistikstandort Europas. هذا يجعل هامبورغ واحدة من المواقع اللوجستية في أوروبا. Die durch Hamburg fließende Alster, نهر ألستر يتدفق عبر هامبورغ. Mit zusammen mit ihren Nebenflüssen von fast 2500 Brücken überspannt. مع مجموعة من الأنهار الفرعية جنبا إلى جنب بأكثر من 2500 جسر. Mit 1,8 مليون Einwohnern ist Hamburg die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Der Hamburger Hafen ist einer der größten Häfen Europas. Zusammen mit dem internationalen Flughafen macht er Hamburg zu einem Logistikstandort Europas. Die durch Hamburg fließende Alster mit zusammen mit ihren Nebenflüssen von fast 2500 Brücken überspannt. الآن دعونا نقسم النص ونستمع للترجمة باللغة العربية. Mit 1,8 مليون Einwohnern, مع 1,8 مليون نسمة, ist Hamburg die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Hamburg هي ثاني أكبر مدينة في ألمانيا. Der Hamburger Hafen ist einer der größten Häfen Europas. يعد بناء Hamburg أحد أكبر الموانئ في أوروبا. Zusammen mit dem internationalen Flughafen جنباً إلى جنب مع المطار الدولي macht er Hamburg zu einem Logistikstandort Europas. هذا يجعل هامبورغ واحدة من المواقع اللوجستية في أوروبا. Die durch Hamburg fließende Alster, نهر ألستر يتدفق عبر هامبورغ. Mit zusammen mit ihren Nebenflüssen von fast 2500 Brücken überspannt. مع مجموعة من الأنهار الفرعية جنبا إلى جنب بأكثر من 2500 جسر. Wo
Wenn man eine Fremdsprache lernt, lernt man in der Regel die offizielle Schriftsprache des Landes. In Deutschland heißt das Hochdeutsch oder auch Standarddeutsch. Das ist die Sprache, in der Bücher und Zeitungen gedruckt werden, die Kinder in der Schule schreiben lernen und die im deutschen Fernsehen bis auch wenige Ausnahmen. Rund um Hannover und auch in vielen großen Städten sprechen die Menschen Hochdeutsch. Aber es gibt auch Regionen, in denen Dialekt gesprochen wird. Der Dialekt rund um Berlin mit liebevoll Berliner Schnauze genannt. Dialekte sind nicht nur für Ausländer schwer zu verstehen. Auch die Deutschen aus anderen Regionen tun sich schwer damit. الآن دعونا نقسم النص ونستمع للترجمة باللغة العربية. Wenn man eine Fremdsprache lernt, lernt man in der Regel die offizielle Schriftsprache des Landes. عندما تتعلم لغة أجنبية كقاعدة عامة تتعلم اللغة الرسمية المكتوبة للبلد. In Deutschland heißt das Hochdeutsch. في ألمانيا يطلق عليه الألمانية العليا. Oder auch Standarddeutsch, auch hatta al-Almani al-Qiyasiya. Das ist die Sprache, in der Bücher und Zeitungen gedruckt werden. Die Kinder in der Schule schreiben lernen, und die im deutschen Fernsehen bis auch wenige Ausnahmen. وتعرض أيضا بالتلفزيون الألماني على الرغم من أنها ستكون أقل استثناء. Rund um Hannover und auch in vielen großen Städten sprechen die Menschen Hochdeutsch. يتحدث الناس اللغة الألمانية القياسية. Aber es gibt auch Regionen, in denen Dialekt gesprochen wird. ولكن هنالك أيضا مناطق يتحدثون باللهجات. Der Dialekt rund um Berlin mit liebevoll Berliner Schnauze genannt. اللهجة المحيطة ببرلين والتي يطلق عليها برلين شنوتسة. Dialekte sind nicht nur für Ausländer schwer zu verstehen. اللهجات ليست صعبة الفهم فقط للأجانب. Auch die Deutschen aus anderen Regionen tun sich schwer damit. وكذلك الألمان من مناطق أخرى يجدون صعوبة في ذلك. Wenn man eine Fremdsprache lernt, lernt man in der Regel die offizielle Schriftsprache des Landes. In Deutschland heißt das Hochdeutsch oder auch Standarddeutsch. Das ist die Sprache, in der Bücher und Zeitungen gedruckt werden, die Kinder in der Schule schreiben lernen und die im deutschen Fernsehen bis auch wenige Ausnahmen. Rund um Hannover und auch in vielen großen Städten sprechen die Menschen Hochdeutsch. Aber es gibt auch Regionen, in denen Dialekt gesprochen wird. Der Dialekt rund um Berlin mit liebevoll Berliner Schnauze genannt. Dialekte sind nicht nur für Ausländer schwer zu verstehen. Auch die Deutschen aus anderen Regionen tun sich schwer damit. الآن دعونا نقسم النص ونستمع للترجمة باللغة العربية. Wenn man eine Fremdsprache lernt, lernt man in der Regel die offizielle Schriftsprache des Landes. عندما تتعلم لغة أجنبية كقاعدة عامة تتعلم اللغة الرسمية المكتوبة للبلد. In Deutschland heißt das Hochdeutsch. في ألمانيا يطلق عليه الألمانية العليا oder auch Standarddeutsch أو حتى الألمانية القياسية. Das ist die Sprache, in der Bücher und Zeitungen gedruckt werden. Die Kinder in der Schule schreiben lernen. Und die im deutschen Fernsehen bis auch wenige Ausnahmen. وتعرض أيضا بالتلفزيون الألماني على الرغم من أنها ستكون أقل استثناء. Rund um Hannover und auch in vielen großen Städten sprechen die Menschen Hochdeutsch. يتحدث الناس اللغة الألمانية القياسية. Aber es gibt auch Regionen, in denen Dialekt gesprochen wird. ولكن هنالك أيضا مناطق يتحدثون باللهجات.
Der Dialekt rund um Berlin mit liebevoll Berliner Schnauze genannt. اللهجة المحيطة ببرلين والتي يطلق عليها برلين شنوتسة. Dialekte sind nicht nur für Ausländer schwer zu verstehen. اللهجات ليست صعبة الفهم فقط للأجانب. Auch die Deutschen aus anderen Regionen tun sich schwer damit. وكذلك الألمان من مناطق أخرى يجدون صعوبة في ذلك. Viele Menschen gehen im Urlaub tauchen und entdecken die artenreiche Unterwasserwelt. Manche üben es sogar als richtigen Sport aus. Unter Wasser kann man viele tolle Dinge entdecken. Über Korallen, Seesterne und Fische. Jedoch muss man aufpassen, dass man die Zeit im Blick behält. Der Weg zur Wasseroberfläche muss mit eingerechnet werden. Bei der Veränderung der Tauftiefe ist es wichtig, regelmäßig einen Druckausgleich zu machen. So kann dies zu Ohrenschmerzen und im schlimmsten Fall zu einem Gehörschaden führen. Musste man regelmäßig tauchen gehen, bietet es sich an, Eintauchen zu machen. Dort lernt man alles, was man vor das Tauchen wissen muss. الآن دعونا نقسم النص ونستمع للترجمة باللغة العربية. Viele Menschen gehen im Urlaub tauchen und entdecken die artenreiche Unterwasserwelt. الكثير من الناس يذهبون للغوص في الإجازة ولاستكشاف عالم ما تحت الماء الغني بالأنواع. Manche üben es sogar als richtigen Sport aus. حتى أن البعض يمارسها كرياضة حقيقية. Unter Wasser kann man viele tolle Dinge entdecken. يمكن اكتشاف العديد من الأشياء الرائعة تحت الماء. Über Korallen, Seesterne und Fische. Jedoch muss man aufpassen. الشعاب المرجانية ونجم البحر والأسماك. رغم ذلك يجب على المرء أن يكون حذرا. Dass man die Zeit im Blick behält. يجب أن تراقب الوقت. Der Weg zur Wasseroberfläche muss mit eingerechnet werden. يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار المسار إلى سطح الماء. Bei der Veränderung der Tauftiefe, عند تغيير عمق الغوص, ist es wichtig, regelmäßig einen Druckausgleich zu machen. من المهم معادلة الضغط بانتظام. So kann dies zu Ohrenschmerzen und im schlimmsten Fall zu einem Gehörschaden führen. لذلك يمكن أن يتسبب في ألم بالأذن وفي أسوأ الحالات قد يقود لفقدان السمع. مش من regelmäßig tauchen gehen. هل تريد الذهاب للغوص بانتظام؟ bietet es sich an, eintauchen zu machen. من الجيد أن تحظى بدورة غوص. Dort lernt man alles, was man vor das Tauchen wissen muss. هناك تتعلم كل ما تحتاج معرفته عن الغوص. Viele Menschen gehen im Urlaub tauchen und entdecken die artenreiche Unterwasserwelt. Manche üben es sogar als richtigen Sport aus. Unter Wasser kann man viele tolle Dinge entdecken. Über Korallen, Seesterne und Fische. Jedoch muss man aufpassen, dass man die Zeit im Blick behält. Der Weg zur Wasseroberfläche muss mit eingerechnet werden. Bei der Veränderung der Tauftiefe ist es wichtig, regelmäßig einen Druckausgleich zu machen. So kann dies zu Ohrenschmerzen und im schlimmsten Fall zu einem Gehörschaden führen. Musste man regelmäßig tauchen gehen, bietet es sich an, Eintauchen zu machen. Dort lernt man alles, was man vor das Tauchen wissen muss. الآن دعونا نقسم النص ونستمع للترجمة باللغة العربية. Viele Menschen gehen im Urlaub tauchen und entdecken die artenreiche Unterwasserwelt. الكثير من الناس يذهبون للغوص في الإجازة ولاستكشاف عالم ما تحت الماء الغني بالأنواع. Manche üben es sogar als richtigen Sport aus. حتى أن البعض يمارسها كرياضة حقيقية. Unter Wasser kann man viele tolle Dinge entdecken. يمكن اكتشاف العديد من الأشياء الرائعة تحت الماء.
über Korallen, Seesterne und Fische. Jedoch muss man aufpassen. الشعاب المرجانية ونجم البحر والأسماك. رغم ذلك يجب على المرء أن يكون حذرا. Dass man die Zeit im Blick behält. يجب أن تراقب الوقت. Der Weg zur Wasseroberfläche muss mit eingerechnet werden. يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار المسار إلى سطح الماء. Bei der Veränderung der Tauftiefe. عند تغيير عمق الغوص. Ist es wichtig, regelmäßig einen Druckausgleich zu machen. من المهم معادلة الضغط بانتظام. So kann dies zu Ohrenschmerzen und im schlimmsten Fall zu einem Gehörschaden führen. لذلك يمكن أن يتسبب في ألم بالأذن وفي أسوأ الحالات قد يقود لفقدان السمع. مش من regelmäßig tauchen gehen. هل تريد الذهاب للغوص بانتظام؟ bietet es sich an, eintauschen zu machen. من الجيد أن تحظى بدورة غوص. Dort lernt man alles, was man vor das Tauchen wissen muss. هناك تتعلم كل ما تحتاج معرفته عن الغوص. أشكركم جميعا للاستماع لهذه الحلقات. تأكد من إعادة الاستماع للنص لأكثر من مرة وتسجيل المصطلحات الجديدة. إذا استفدتم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته. نراكم قريبا. دمتم بخير.